Nach dem Untergang des Kalifates von Córdoba im Jahre 1031 entstanden auf dem Gebiet des ehemaligen Kalifates zahlreiche neue muslimische Reiche. Und diese zahlreichen neuen muslimischen Reiche tragen den Namen Taifa-Reiche, die sind benannt nach dem arabischen Wort Taifa, was für Schar-Gruppe oder Partei steht. In diesem Video, dem fünften Video der Videoreihe zur Reconquista, wollen wir uns die Entwicklung von ein paar dieser Taifa-Reiche genauer anschauen. Und dazu will ich erst einmal etwas zum Zeitraum hier unten sagen, den ihr auf der Folie seht, und dann schauen wir uns diese beiden Karten an, und an diesen beiden Karten will ich hauptsächlich diese Präsentation hier vorführen. Zunächst einmal ein paar Worte zur Angabe des Zeitraumes hier unten. In dem Werk »Das maurische Spanien« von Georg Bosson, das ich für die Ausarbeitung dieses Videos benutzt habe, ist es so, dass die Taifa-Königreiche schon mit dem Jahr 1009 beginnen? Zu diesem Zeitpunkt gab es aber noch das Kalifat von Córdoba. Aber ab 1009 gab es ja sehr starke Wirren im Kalifat von Córdoba. Wenn ihr das Video dazu gesehen habt im Rahmen dieser Videoreihe, dann habt ihr ja von diesen Wirren gehört. Die werden als Fitna bezeichnet und diese Wirren führten letztendlich zum Untergang des Kalifates und bereits mit dem Beginn der Wirren 1009 ist es so, dass einzelne lokale Machthaber immer mehr an Macht gewonnen haben und sich schon fast im Grunde losgelöst haben vom Kalifat. Nominell existierte zwar noch das Kalifat und diese Gebiete gehörten zum Kalifat, aber es gab schon relativ starke regionale Machthaber, die im Grunde ja schon geherrscht haben wie in einem eigenen Reich. Und deswegen kann man auch sagen, die Taifa-Königreiche, die entstanden im Grunde, zumindest in Teilen, nicht alle natürlich, aber schon erste taifa entstanden 1009. Für uns interessant ist jetzt der Zeitraum zwischen 1031 bis etwa 1095. Und wie gesagt, ich möchte jetzt ein paar dieser taifa vorstellen. Es gab. Im Maximum circa 60 Taifa-Reiche, die auf dem Gebiet des Kalifates entstanden sind. Das seht ihr hier. Das sind jetzt nicht 60 Stück, aber in der Spitze waren es bis zu 60 Stück gewesen. Und ich will jetzt nicht alle 60 behandeln. Ich will mich beschränken auf drei von Arabern beherrschten Gebieten. Und dann möchte ich auf im Wesentlichen drei von Berbern beherrschten. Gebieten eingehen und dann will ich am Ende noch etwas sagen, wie diese Tieferreiche im Grunde zugrunde gegangen sind. Aber das wird im Laufe dieses Videos schon angedeutet werden. Schauen wir uns erst einmal die Situation 1037 an. Hier seht ihr also die Taifereiche, die sich herausgebildet haben. Besonders auffällig ist hier der Süden, denn dort gibt es besonders viele Taifa-Reiche, die sind auch nicht besonders groß. Aber wenn wir uns mal die Situation im Jahre 1080 anschauen, dann seht ihr, dass die meisten dieser Taifa-Reiche verschwunden sind. Die wurden nämlich einverleibt vom Taifa-Reich mit der Hauptstadt Sevilla. Und hier sieht man also ganz gut, wie diese Expansion auch stattgefunden hat. Und ich möchte jetzt als erstes mit dem Taifa-Reich von Cordoba beginnen. Cordoba war ja die Hauptstadt nicht nur des Emirates, sondern dann eben auch des Kalifates und deswegen schauen wir uns zunächst einmal an, was in Cordoba passiert ist. Cordoba wurde von den Arabern beherrscht und 1031 ist es so, dass der Araber Abu Hasim ibn Jawar die Macht in Cordoba übernimmt. Dieser Abu Hasim ibn Jawah, der war kein unbeschriebenes Blatt in Cordoba gewesen. Er war es zum Beispiel, der am 30. November 1031 das Ende des Kalifates verkündet hatte. Und er war es auch, der den letzten Kalifen abgesetzt hatte, indem er eben diese Erklärung gegeben hatte. Also er war schon sehr machtvoll gewesen in Cordoba, als es dann zum Ende des Kalifates gekommen ist. Und er ist sozusagen dann der erste Machthaber in diesen Teilverreich von Cordoba. Ibn Jawa will allerdings gar keinen hohen Titel annehmen, er ist in der Hinsicht bescheiden, er will auch nicht im Palast vom Kalifen residieren, er sieht sich vielmehr, wie Georg Bossong schreibt, als Hüter der Gemeinschaft. Er teilt seine Machtbefugnisse zudem mit zwei Wesiren und errichtet auch einen Staatsrat ein, der für die Amtsgeschäfte zuständig ist, und im Grunde kann man sagen, entsteht hier sogar eine Art von Republik und das ist in diesem Fall eine Einzigartigkeit in dem muslimisch beherrschten Al-Andalus, es sollte vorher und nachher im muslimisch beherrschten Teil der Iberischen Halbinsel nie etwas ähnliches geben, also es gab nie irgendwo anders eine Republik, die sich herausgebildet hat. Unter äh, Ibn Jawar erlebt Cordoba auch eine Friedenszeit, denn Ibn Jawar ist bemüht die Wirren, die ja stattgefunden haben, in eine Friedenszeit umzuwandeln. Die Wirren im Kalifat von Cordoba gingen ja von 1009 bis 1031, sie waren ziemlich blutig. Es war ein Bürgerkrieg gewesen, der entstanden ist und unter Ibn Jawah kommt da jetzt Ruhe rein, es kommt zu einer Friedenszeit und im Gegensatz zu anderen Taifa-Reichen, die gerne versucht haben, durch Kriege Gebiete zu annektieren, ist es so, dass eben Ibn Jawa kein Interesse daran hat, das Gebiet zu expandieren. Er versucht sich im Übrigen auch als Streit schlichter, zum Beispiel als es zum Konflikt zwischen Sevilla, also dem Taifa-Reich mit der Hauptstadt Sevilla und dem Taifa-Reich mit der Hauptstadt Badajoz gekommen ist, aber es ist so, dass hier... Eben-Jabbar im Grunde vergeblich als Streitschlichter aufgetreten ist. Und gerade diese Friedensbemühungen von ihm selbst, die wurden von anderen Taifa-Reichen nicht ernst genommen. Also der Herrscher wurde nicht ernst genommen und dadurch verlor auch Cordoba diese besondere Position, die es ja im Kalifat gehabt hatte. Dieses Gebiet, das Taifa-Reich von Cordoba, das wurde dann auch 1069 erobert durch das Taifa-Reich Sevilla. Also es ist so, dass nach Abu Hasim Ibn Jawah noch sein Sohn die Politik des Vaters fortgeführt hat und der Sohn des Sohnes, also der Enkel von Ibn Jawah, der ist dann am Niedergang des Gebietes von Cordoba beteiligt. Er ist alles andere als bescheiden und beseitigt seinen Bruder und er führt es auch ein, dass im Freitagsgebet sein Name genannt werden muss, was innerhalb der Bürgerschaft zu einem Aufruhr bzw. zu ja, Reibungen führt. Wie gesagt, 1069 ist es dann mit dem Gebiet von Cordoba vorbei. Es gelangt unter die Herrschaft des Taifa-Reiches von Sevilla, das wir ja hier sehen, das 1080 weite Teile des Südens für sich erobert hat. Und mit diesem Gebiet Sevilla wollen wir uns mal als nächstes auseinandersetzen. Sevilla ist genauso wie Cordoba arabisch beherrscht. In Sevilla herrschen die Abadiden. Und im Unterschied zum Herrscher in Cordoba ist es so, dass der Herrscher in Sevilla auf ein starkes Heer gesetzt hat. Das Militär wurde also stark gefördert und ausgebaut. Und das sollte sich auch als Schlüssel zum Erfolg für Sevilla herausstellen. Wenn wir uns ja, wie gesagt, diese Karte hier anschauen, dann sehen wir, dass ja Sevilla ziemlich erfolgreich gewesen sein muss. 1069 unter Al-Mutamid, der vor seiner Herrschaft im Übrigen ein berühmter Dichter war wird Cordoba erobert, das hatte ich ja eben gesagt, und kurz darauf wird dann auch das Königreich Murcia erobert, und da ist es so, dass dies unter Mithilfe des christlichen Grafen Ramon Berenguer von Barcelona geschieht. Also hier oben, der Graf, der hier in Barcelona ist, der hat hier geholfen, dass der Herrscher von Sevilla das Königreich Murcia erobert hat. Es ist dann so, dass der königliche Vertraute von Al-Mutamid, der Ibn Amar hieß, versucht hat, sein eigenes Taifa-Reich hier im Osten zu gründen. Allerdings geht das schief, denn das passiert dann nicht im Einklang mit dem Herrscher in Sevilla, also nicht im Einklang mit Al-Mutamid. Ibn Amar wird dann gefangen genommen und zwar gelangt er hier an den Hof des Königs von Saragossa und er wird dann ausgeliefert hier wieder nach Sevilla zu Al-Mutamid, der ihn dann 1084 eigenhändig mit einer Axt tötete. 1085 passiert jetzt etwas, was quasi der Ausgangspunkt für das Ende von all den Taifa-Reichen ist. Es ist nämlich so, dass der kastilische König Alfonso VI. Toledo erobert und Toledo ist für die Christen eine ganz besondere Stadt, denn Toledo war die Hauptstadt des Westgotenreiches, also von dem Reich, das von den Muslimen im Zuge der islamischen Expansion im 8. Jahrhundert erobert worden ist. Dieser Verlust von Toledo, der führte jetzt dazu, dass sich einige Herrscher der Taifa-Reiche unter anderem auch an Al-Mutamid gewandt haben und gesagt haben, dass irgendetwas geschehen müsse. Und Al-Mutamid macht jetzt Folgendes, er wendet sich hilfesuchend an die Almoraviden, die sich im Nordwesten von Afrika, also in der Westsahara und in Marokko ausgebreitet haben und das Gebiet übernommen haben und beherrscht haben. Er wendet sich also an die Almoraviden und er bittet sie um Hilfe im Kampf gegen die Christen. Die Almoraviden, die kommen dann auch nach Al-Andalus. Sie helfen zunächst einmal können im Jahre 1086 eine bedeutende Schlacht auch gewinnen, dazu dann später noch mal mehr. Aber was dann passiert ist letztendlich, dass die Almoraviden selbst Al-Andalus übernehmen wollen und demzufolge ist es so, dass die Almoraviden dann anfangen gegen die Taifa-Herrscher zu kämpfen, unter anderem auch gegen Al-Mutamid und letztendlich gewinnen auch die Almoraviden, die gesamten Gebiete, die wir hier sehen, die dann nicht von den Christen eben erobert worden sind bis dahin. Also Toledo muss man wieder mit Abstrichen erstmal ansehen. Aber wir können also letztendlich Folgendes sagen. Die Almoraviden sollten eigentlich zur Hilfe gegen die Christen kommen und die Almoraviden erobern dann letztendlich das gesamte Gebiet von Al-Andalus und verleiben es in ihr eigenes Herrschaftsgebiet ein. Im Übrigen, dieses Gebiet hier. Die Taifa Sevilla geht 1091 an die Almoraviden verloren. Als drittes und letztes Taifa Reich, das von den Arabern beherrscht worden ist, auf das ich zu sprechen kommen möchte, ist dieses Gebiet hier oben mit der Hauptstadt Zaragoza, das an der Grenze zu Aragon vor allen Dingen gelegen ist. Und hierzu will ich auch ein paar Dinge loswerden. Beherrscht wird dieses Gebiet von den Hudiden. Die Hauptstadt, wie gesagt, ist Zaragoza. Und Saragossa ist zu der Zeit ein wichtiges Kulturzentrum. Es gibt mit den Christen einen regen Austausch im friedlichen wie im kriegerischen Sinne. Also es ist nicht nur so, dass man sich kriegerisch gegenüberstand, man hat auch Pakte geschlossen und Bündnisse. Es gab allerdings in dem Verhältnis zwischen Christen und Muslimen ein doch sehr wichtiges Ereignis, nämlich was im Jahre 1064 passiert ist. Da eroberten. Ritter aus Europa, und zwar christliche Ritter aus Europa unter normannischer Führung, die Festung Barbastro von dem Taifa-Reich Saragossa. Und was dann passierte, ist das Folgende. Diese Festung wurde gebrandschatzt, die wehrfähigen Männer wurden massakriert, also es wurden Massaker durchgeführt und Frauen wurden in die Sklaverei verkauft. Ein Jahr später wurde Barbastro dann durch Al-Muqtadir zurückerobert. Und die Alcaferia in Saragossa wurde errichtet. Die kann man, wenn ich das richtig sehe, auch heute noch betrachten und sich anschauen. Dieses Taifa-Reich Saragossa war auch relativ erfolgreich gewesen. Es konnten zum Beispiel hier Tortosa eingenommen werden und auch Denia. Und wenn wir uns die Karte von 1080 anschauen, dann sehen wir, hat sich das Herrschaftsgebiet ja schon ziemlich vergrößert. Die Almoraviden haben im Übrigen dieses Herrschaftsgebiet zunächst einmal verschont, als sie hier die Taifa-Reiche im Süden und dann im Norden auch erobert haben von Al-Andalus, was eben das Gebiet der Muslime war. Allerdings ist es dann so, dass sie im Jahre 1110 doch nicht Halt gemacht haben vor diesem Taifa-Reich und es auch erobert haben. Allerdings sollte relativ bald dann auch Alfonso VI. von Aragon einige Gebiete davon erobern für sein eigenes Reich. So viel also mal zu den drei arabisch dominierten Gebieten, zu denen ich etwas sagen wollte und jetzt komme ich zu den von den Berbern beherrschten Gebieten. Das waren auf jeden Fall mehr Gebiete gewesen. Also es gab mehr Berberisch dominierte Taifa-Reiche als Gebiete, die von den Arabern dominiert worden sind und ich will zunächst einmal auf dieses Gebiet hier Badajoz, zu sprechen kommen. Dieses Gebiet wurde durch die Aftasiden beherrscht. Diese stammen von einem alten Berbergeschlecht ab, das selbst beteiligt war an der Eroberung der iberischen Halbinsel im 8. Jahrhundert. Und zum Herrschaftsgebiet gehören bedeutende Städte wie zum Beispiel Coimbra oder auch Lissabon oder im heutigen Spanien gelegen Mérida. Es gab einen kulturellen Aufschwung unter den Aftasiden. Unter anderem wurde der Dichter Ibn Abdun gefördert und lebte im Herrschaftsgebiet. Und dessen Gedicht über die Vergänglichkeit soll Georg Bossong zufolge auch heute noch in der arabischen Welt sehr bekannt sein. Und es gab einen Pakt zwischen dem Herrscher über dieses Gebiet von Badajoz, nämlich Al-Muqtawakil mit dem König Alfonso dem VI. von Kastilien. Also es gab ein Bündnis zwischen dem Herrscher hier und dem Herrscher hier. Und zwar hatte man ein Bündnis gegen Sevilla, hier im Süden, und Toledo geschlossen. Allerdings kam es zum Bruch dieses Bündnisses zwischen al und Alfonso dem VI. 1079 wurde die Grenzstadt Coria von Alfonso VI. erobert und daraufhin wandte sich al an die Almoraviden. Ob das jetzt eine gute oder nicht so gute Idee war, sei mal dahingestellt. Wir wissen ja, dass die Almoraviden interessiert waren, die Gebiete, also sämtliche Gebiete zu erobern. Als dann Al-Mutawakil gemerkt hatte, dass die Almoraviden die Taifa-Reiche erobern wollten, hat er sich wieder an König Alfonso VI. gewandt, hat ihm sogar Tribute gezahlt und Steuern. Allerdings brachte das nichts, denn 1094 ist es so, dass die Almoraviden Badajoz erobert haben und die Herrscherfamilie getötet haben. Und damit ging dieses Taifa-Reich unter. Allerdings gab es dann doch noch eine bedeutende Schlacht auf dem Gebiet des Taifa-Reiches davor, nämlich am 23. Oktober 1086. Da gab es eine Schlacht zwischen den Almoraviden und König Alfonso dem VI. von Kastilien. Das ist die Schlacht bei Zalaka bzw. die Schlacht bei Badajoz. Und durch den Sieg der Almoraviden konnte der christliche Vorstoß unter Alfonso VI. von Kastilien zumindest mal für eine Zeit lang aufgehalten und gestoppt werden. Als nächstes taifa -Reich blicken wir mal auf das taifa -Reich von Toledo. Das war ja 1037 schon relativ groß gewesen. Beherrscht wurde das Gebiet durch die Dynastie Dil Nun, wie man es auch hier sehen kann. Und der letzte König dieser Dynastie herrschte von 1075 bis 1085. Er hieß Yahya ibn Ismail, ibn Dilnun, Nun. Er wurde aber auch al qadir genannt und unter diesem Namen nenne ich ihn jetzt auch weiterhin. Dieser al qadir der machte sich nicht damit beliebt, dass er einen im Volk beliebten Wesir ermordet hatte. Es kam nämlich daraufhin zu einem Aufstand gegen ihn und er musste aus seinem Herrschaftsgebiet flüchten nach Cuenca und der herrscher des taifa reiches von badajoz nämlich al mutawakil von dem wir eben gehört haben der nutzte die gunst der stunde aus und bemächtigte sich toledo al der ehemalige machthaber von toledo der paktierte daraufhin mit könig alfonso vi von kastilien und so passiert jetzt das Folgende. Im Jahre 1081 setzte Alfonso VI. Alcadie wieder als Herrscher über Toledo ein. Und im Jahre 1085 übernahm dann Alfonso VI. selbst Toledo. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Und Alcadie erhielt dann als Entschädigung hier Valencia von König Alfonso VI. Als nächstes Teilverreich will ich hier auf das Gebiet von Granada blicken. Das wird von den Ziriden beherrscht und es gab unter Zawi ibn Ziri einen Versuch der umayyadischen Restauration, den er niedergeschlagen hat. Unter seinem Neffen Habus und dem Sohn dieses Neffens, nämlich Badis, ist es so, dass ein Jude insbesondere gefördert wird, nämlich Samuel ibn Nagrella, und der hatte eine besondere Rolle in Granada gehabt. Er trägt auch den Namen Hanagit, darunter findet man ihn auch. Und er wird, wie gesagt, immens gefördert. Er bekleidet sogar hohe Staatsämter und erhält sogar den Generalsrang. Das war etwas Einzigartiges im Grunde in Al-Andalus, dass ein Jude eine solche Karriere machen konnte. Es ist dann so, dass der Sohn von Samuel ibn Nagrela versucht hatte, ein jüdisches Taifa-Reich zu errichten und die Ziriden zu stürzen. Das ging jedoch schief, es kam im Jahre 1066 zu einem Pogrom, nicht nur gegen seine eigene Familie, sondern auch gegen die Juden, die in diesem Gebiet von Granada gelebt haben, und es kam zu insgesamt ca. 1500 jüdischen Opfern. Nichtsdestotrotz blieb aber Granada und das Umland von Granada ein Zentrum der jüdischen Kultur in Al-Andalus, also es ist nicht so, dass die Juden jetzt das Gebiet gebieden hätten oder ganz aus Granada weggegangen wären. Politisch wurde Granada von zwei Seiten bedrängt, nämlich vom König von Kastilien und von Sevilla und demzufolge ist es so, dass die Herrscher hier in Granada bzw. der ziridische Herrscher von Granada die Almoraviden um Hilfe gebeten hat und jetzt kann man sich denken, was passiert ist. Die Almoraviden haben Granada erobert. Neben diesen drei eben vorgestellten Berbericht dominierten Taifa-Reichen, also Badajoz, Toledo und Granada gab es noch weitere Taifa-Reiche, die von Berbern dominiert waren. Zum Beispiel gab es hier in Denia zwischen 1044 und 1076 ein eigenständiges Taifa-Reich, aber das wurde, wie wir ja gesehen haben, dann von den Herrschern von Saragossa erobert. Es gab auch ein Taifereich auf den Balearen. Aber letztendlich ist es so, dass all diese Gebiete hier von den Almoraviden nach und nach erobert worden sind. Und im Jahre 1110 sah die Situation dann wie folgt aus. Die Almoraviden haben nicht nur Nordwestafrika unter ihre Kontrolle gehabt, sondern eben auch Al-Andalus unter Kontrolle gehabt. Und damit endete im Grunde die Eigenständigkeit von Al-Andalus. Denn das Kalifat war eigenständig gewesen, die Taifa-Reiche waren eigenständig gewesen. Und jetzt gelangt dieses Gebiet von Al-Andalus unter die Vorherrschaft der Almoraviden. Und wie die Almoraviden geherrscht haben in Al-Andalus, das schauen wir uns dann im nächsten Teil der Videoreihe an. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zum nächsten Teil der Videoreihe und unten in der Videobeschreibung findet ihr auch die Links zu allen anderen Teilen der Videoreihe zur Reconquista.